bei Ale. Der Olympiastützpunkt Tauber Bischofsheim präsentiert in Zusammenarbeit mit der Betriebskrankenkasse SNL mit ihren bestecherten Mehrleistungen die deutschen Meisterschaften im Säbelfechten. Zweiter Tag, Mannschaftskampf. Im Finale Dormagen und Tauber Bischofsheim bei den Herren. Bei den Damen sah es weniger rosig aus. Sie konnten sich gegen die Mädchen aus Dormagen nicht durchsetzen und belegten Platz 4 hinter Koblenz. Jubeln konnte Dormagen doch auch nur im Halbfinale, denn im Endkampf waren die Damen aus Eislingen einfach besser. Sie holten den deutschen Meistertitel ins Schwabenland. Emotionen pur bei den Herren. Koblenz gegen Dormagen. Hier stand es spitz auf Knopf. Die Trainer wie elektrisiert und die Jungs auch. Bei ständig wechselnder Führung hatten die Dormagener schließlich den letzten Treffer für sich und zogen ins Finale ein. Dort wartete bereits Tauber Bischofsheim, das problemlos über Eislingen kam. Die erste Führung ging an Dormagen, doch dagegen hatte Johannes Kebes was und drehte das Ding sehr deutlich zugunsten der Jungs von der Tauber. Als er abgab, waren es 3 Punkte Vorsprung. Dann das Schlüsselgefecht Björn Hübner gegen den neuen deutschen Meister Nikolas Limbach. Und der kann fechten. Doch Björn ließ sich nicht die Butter vom Brot nehmen, trotz des unbändigen Siegeswillen von Limbach. Am Ende rettete er 2 Punkte Vorsprung. Und letztlich schaukelte Martin Kind die deutsche Meisterschaft nach Hause. Glückwunsch nach Tauber. Dieser Beitrag wurde produziert vom Olympiastützpunkt Tauber Bischofsheim. Realisierung Kotnet TV.